Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute tippen wir den 10. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Bevor wir anfangen, möchte ich euch noch vorher auf den Weg geben, für die Leute, die sich jetzt ein bisschen getriggert fühlen, wenn ich irgendwas sage, was euch jetzt nicht gefällt oder irgendwas tippe, was euch nicht gefällt. Ich will nur mal sagen, dass ich kein Fußballexperte bin und das hier nur aus Spaß mache. Das wollte ich schon mal vorab ankündigen. Dann das erste Spiel, das Berlin-Derby. Hat es einen speziellen Namen, Hauptstadt-Derby? Weiß ich nicht, aber ich nenne es einfach hier mal Berlin-Derby. Hertha BC gegen Union Berlin. Wer gewinnt das Game? Union Berlin gewinnt es mit 1:2. Freiburg gegen Gladbach. Freiburg gegen Gladbach. Ich habe nur Erinnerungen, dass Freiburg dieses Spiel sehr oft gewonnen hat. Und war da auch nicht mal dieses Tor aus der Mittellinie. Ich glaube, das war etwas länger her. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Saison das war. Könnte es sein 2017, 18? Bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube aber nicht, dass Freiburg das Spiel gewinnen wird. Gladbach finde ich halt da ein bisschen stärker, deutlich stärker. Ich denke, das wird knapp ausgehen, 1:2. Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Ja, bei Dortmund fehlt Erling Haaland. Was ich gehört habe. Trotzdem, weiß ich, wer soll denn überhaupt im Sturm spielen? Wen hat da überhaupt Dortmund? Wie kann man da hinsetzen? Ich glaube, Moukoko könnte jetzt nicht, denke ich jetzt nicht, 90 Minuten. Wer soll denn noch sonst hinstellen? Könnte man Birki mal hinstellen, einfach mal ein kleines Experiment machen. Nein, das kann man gegen Schalke machen. Da wissen wir, dass Birki mehr Tore machen wird als die gesamte Schalke-Abwehr, wollte ich gerade sagen. Kompletter Schalke-Sturm in der kompletten Saison. Nein, ich wollte jetzt Eintracht Frankfurt gegen Dortmund tippen und nicht Schalke gegen Dortmund. Da wissen wir halt, wer da gewinnt. Aber ja, Eintracht Frankfurt gegen Dortmund tippe ich 0:2 für Dortmund. Köln gegen Wolfsburg. Köln hat gegen Dortmund gewonnen, überraschend. Wolfsburg hat Werder mit 15:3 besiegt. Das Ergebnis gab es schon mal in der Saison 2014-15 gegen Werder. Ja, ich denke trotzdem, Wolfsburg wird das 10. Spiel auch unbesiegt bleiben. Sie gewinnen das 1:3. Ich tippe, dass Wout Weghorst ein Tor macht. Bielefeld gegen Mainz 05. Kellerduell. Wird Mainz die Serie weiterziehen? Sie hatten ja vor kurzem gewonnen, hatten einen kleinen guten Lauf. Ich denke aber, es bleibt beim 1:1. Bielefeld wird sich einen Punkt zu Hause ergaunern. Bayern gegen Red Bull Leipzig. Bayern gegen die Dosen. Wird langweilig, 0:0. Werder Bremen gegen VfB Stuttgart. Hier sehe ich VfB Stuttgart ein bisschen besser. Beide haben einen guten Start hingelegt. 1:2 für VfB Stuttgart. Schalke gegen Bayer Leverkusen. Schnacken wir nicht weiter rum. Bayer Leverkusen bleibt wie Wolfsburg die 10 Bundesligaspieltage unbesiegt und gewinnt 0:4. Passt. Schalke 04. Bayer Leverkusen gewinnt. Schalke 04. Bayer 04. Leverkusen. Ja, moin. Man kennt ihn. Ja, 04. TSG gegen Augsburg. Hier mache ich es kurz, 2:2. Sonst sehe ich die Tabelle jetzt nicht, doch hier. Erster ist Bayern München mit 23 Punkten. Also so ist jetzt die Tabelle nicht wirklich. Das, so würde die Tabelle aussehen, wenn ich jetzt wirklich richtig, alles komplett richtig getippt hätte. Erster wäre Bayern München mit 23 Punkten. Zweiter wäre Leverkusen mit 22 Punkten. Dritter wäre Borussia Dortmund mit 21 Punkten. Vierter Leipzig mit 21 Punkten. Wolfsburg auf Platz 5 mit 20 Punkten. Sechster Union mit 19 Punkten. Dann gehen wir langsam in den Abstiegskampf rein. 13. Platz Hertha BSC mit 8 Punkten. 14. Platz SC Freiburg mit 7 Punkten. 15. Platz der 1. FC Köln mit 6 Punkten. Mainz 05 auf Platz 16 mit 6 Punkten. Auf Platz 17 Arminia Bielefeld mit 5 Punkten. Und ja, 18. Platz Schalke 04 mit 3 Punkten. Die höchste Platzierung diese Saison. Nein. Ja, was sind eure Tipps? Schreibt die mal gerne in die Kommentare.
teilt es mit euren Freunden, dieses Video, und fragt mal denen, was sie tippen. Nein, ich möchte einfach nur Klicks und ja, ciao.